Ah ja, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von der neuen Zockbox. So, fünf neue Spiele haben mich erwartet, gerade frisch abgeholt. Hätte eigentlich Samstag da sein müssen in der Packstation, aber ein paar Tage verspätet. Aber naja, egal. Jetzt geht's los mit dem ersten Spiel. Ich habe gerade nur geöffnet, so dass es nicht so lange dauert. Und das erste Spiel ist ein, ui, ein GameCube-Spiel. Ich halte mal mehr in die Kamera. Magical Mirror, starring Mickey Mouse. Ja, hinten hat es eine Beschädigung. Aber ansonsten Anleitung und CD sind da. Zustand der CD ist okay. Jetzt gibt es sozusagen den Checker mit den verkauften Spielen. Mirror. Starring Mickey Mouse. GC. GC heißt GameCube halt. Ja. Ich habe die PAL-Version, die aber wie gesagt, wir werden die verkaufte und ja, sagen wir mal, €7. Gut. Kann man nicht meckern. Lege ich zur Seite. Habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Das zweite Spiel, was ich noch nicht eventuell in meiner Sammlung habe, ist. Ui! Ich hatte mir schon gedacht. Gedanken gemacht, das zu kaufen. Donkey Kong Country Returns. Da hatte ich mir echt Gedanken gemacht, das zu kaufen. War das jetzt für die Wii U oder für die Wii? Auf jeden Fall wollte ich mir das auf jeden Fall kaufen. Anleitung ist dabei, das zeige ich euch mal. Tutti completo. Disk ist auch in einem akzeptablen Zustand. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich halte das mal ein bisschen so. Aber ich glaube nicht, dass ihr es gesehen habt. Aber auch ein gutes Spiel schon mal. Gucke ich mal jetzt den Preis da an. Donkey Kong. Nicht. Ey. Kong. Country, da haben wir es schon für die Wii. Hier wird es für die Wii U gezeigt. Ach, Tropical Freeze. Ah, das habe ich mir auch auf jeden Fall gekauft. Well, ich sag's mal, das ist ein 10-Euro-Titel. Ah, hier ist nur die Disc. Aber ich habe ja die komplette Ding. Ich sag mal 10 €. Fängt schon mal gut an. Okay. Und wieder eine Verpackung. Und oh, ein PlayStation-Spiel diesmal. Also PlayStation 2. Wallace and Gromit in Project Zoo. Hülle. Akzeptablen Zustand. Natürlich. Ah, man kann ja nicht immer damit rechnen, dass eine Hülle dabei ist. Aber die Disk ist dabei. Dann gucke ich mir mal den Zustand der Disk an. Ist auch ein akzeptablen Zustand. Einige Kratzer. Bleibt halt bei so einem Spiel nicht aus. Jetzt kommt der Preis.
Wallace. In Gromit. Gromit. Wallace and Gromit. In Project zu PS2. Ah, ist ein 5-Euro-Titel, kann man sagen. Ja, ist ein 5-Euro-Titel. Darüber meckere ich nicht. Jetzt kommt, das ist ein N64-Spiel. Da bin ich sofort. Okay. Kenne ich noch gar nicht. Top Gear Rally. Da gucke ich auch mal nach dem Preis. Top Gear Rally M64. Was kostet das als loses Modul? Ja. Im Versand aus den Vereinigten Staaten. Ist ein 5-Euro-Titel. Also gut. Letztes Spiel ist ein Gameboy-Spiel, wie ich es erfüllen kann. Und zwar ist das ein schwarzes Modul. Und zwar Shadowgate Classic. Da gucke ich jetzt mal auch nach dem Preis. Weil dann sind wir auch schon durch. Shadowgate Classic GB. Auch kein so teurer Titel. Sagen wir mal, dem günstigsten Fall aus 9 Euro. 9 Euro. Ja, ich muss sagen, das war wieder eine gute Ausbeute. Spiele, die ich noch nicht in meiner Sammlung habe. Highlight für mich war halt okay, da sind beide Spiele runtergefallen. Die losen. War halt das hier. Da hatte ich mir wirklich Gedanken, gemacht, das wirklich mal irgendwann zu holen. Für die Wii. Und nun habe ich's. Mehr kann ich nicht sagen. Das war wieder eine gute Box für mich. Wieder Spiele für meine Sammlung. Ja, damit endet das Unboxing-Video von der Zockbox für diesen Monat. Die nächste findet erst Ende diesen Monat, Anfang nächsten Monat statt. Also bis zum nächsten Mal, euer Koganto bei einem neuen Video.